Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 323. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du in unser Herz schaust. Und danke, dass auch wenn wir vielleicht ganz klein und unbedeutend sind und niemand in unserem Leben uns auf der Rechnung hat, dass du Großes durch uns bewirken kannst, wenn wir bereit sind, uns von deinem Geist erfüllen zu lassen. Herr, Darum bitten wir dich jetzt, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, nach deiner Verheißung. Dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast, dass du durch, uns, dass durch dein Wort zu uns sprechen kannst und durch uns dann auch zu anderen Menschen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Samuel 17. David ist von Samuel zum König gesalbt worden und. Zeitweise auch schon in den Dienst von Saul getreten als Hafenspieler und auch als Waffenträger. Mittlerweile haben die Philister sich erneut zum Kampf gegen Israel gerüstet. Wir lesen in Kapitel 17 und dort in Vers 4: Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gath. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß, also über drei Meter. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel. Also, wie die Anmerkung sagt, etwa 40 bis 50 Kilo. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der schildträger ging vor ihm her und er stellte sich hin und rief den schlachtrein israels zu und sprach zu ihnen weshalb seid ihr ausgezogen um euch für den kampf zu rüsten bin ich nicht ein philister und ihr seid sauls knechte erwählt euch einen mann der zu mir herabkommen soll wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt so wollen wir eure knechte sein wenn ich aber im kampf mit ihm siege und ihn erschlage so sollt ihr unsere knechte sein und uns dienen. Übrigens, das war in dieser Zeit im alten Orient und im ganzen Mittelmeerraum durchaus, soweit wir das wissen aus bestimmten Quellen, eine übliche Kriegstaktik, dass zwei Vorkämpfer die Schlacht unter sich entschieden haben. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die rein Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich. Und fürchteten sich sehr. Saul war zum König gemacht worden, um in solchen Situationen für das Volk zu kämpfen. Sie hatten ja einen König für sich gefordert, damit er sie in die Schlacht führt. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem, Juda, der Isai hieß und acht Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die drei ältesten Söhne Isais, waren mit Saul in den Krieg gezogen und von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der Erstgeborene Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Shama. David aber war der Jüngste. Als nun die drei, als, David aber war der Jüngste, als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Er war ja eine Zeit lang am Königshof gewesen, aber jetzt ging er wieder zurück. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich vierzig Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstetes Korn und diese zehn Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese zehn Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bring ein Zeichen von ihnen mit. Ein klein wenig erinnert diese Geschichte auch an Josef, der als fast jüngster Sohn von Jakob auch nach seinen Brüdern Ausschau halten soll und auch, wie wir gleich sehen werden bei David, auch nicht besonders freundlich empfangen wird von seinen Brüdern. Da machte sich Saul und sie alle und Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Teremintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und, na, und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isam geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. David war ein Hirte. Und obwohl er jetzt die Schafe nicht mehr hüten konnte, hat er doch seine Schafe einem Hüter übergeben. Auch das vielleicht nur ein kleiner Punkt, aber ein wichtiger dass David auch gewissenhaft gewesen ist und niemals eine Aufgabe einfach gelassen hat, ohne dass sie dann weitergeführt worden ist, um eine andere zu übernehmen. Und Israel und die Philister stellten sich auf eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder, nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so daß David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und ihm eine seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen, das heißt frei von Steuern und Abgaben. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprachen Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister? Dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Während alle anderen Angst hatten, weil sie auf die äußeren Umstände schauten, auf diesen Riesen, so ähnlich wie die Israeliten, äh, Jahrhunderte zuvor im Umgang mit den riesen Kanan. Während alle anderen also Angst und Schrecken hatten und keine Möglichkeit des Sieges sahen, sah der kleine David, der so unbedeutend war, dass sein Vater nicht einmal zum Essen mitgenommen hatte mit Samuel. Dieser junge David, der sah die Macht Gottes und fragte sich, wie irgendjemand die Macht Gottes so ungehindert verhöhnen konnte, ohne nicht sofort bestraft dafür zu werden. Er glaubte an Gott. Der glaubte, dass Gottes Macht stärker ist als all die Umstände, die uns so entgegentreten. Möge Gott uns heute diesen Glauben von David schenken, dass egal wie groß die Probleme, egal wie groß die Herausforderungen, egal wie massiv die Versuchungen sind, egal wie sehr der Satan auch Gottes Wort und Gottes Evangelium verhöhnt, dass Gott stärker ist und dass, wenn wir auf seiner Seite sind und ihm vertrauen und dem Wirken seines Geistes und seiner Engel in unserem Leben ähm, uns anvertrauen, dass Gott auf unserer Seite ist. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, schenkt uns heute diesen Glauben von David, dass wir nicht auf die Umstände schauen, nicht auf das, was vor Augen ist, sondern dass wir auf dein Herz sehen. Das Herz, das du uns offenbart hast. Du schaust auf unser Herz und du siehst, was dort drin ist. Und wir können zumindest ansatzweise sehen, was in deinem Herzen ist. Denn Herr Jesus, am Kreuz von Golgatha hast du uns gezeigt, was in deinem Herzen ist. Und du hast uns gezeigt, dass du den Satan besiegt hast. Und so kannst du auch den Satan besiegen in unserem Herzen und in unserem Leben. Und in all den Dingen, die uns betreffen. Und dafür danken wir dir. Schenk uns den Glauben von David heute an diesem Tag. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.